Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zum neuen Video. Guten Morgen deshalb, weil wir haben Samstagmorgen und ich hatte gerade auf Instagram gepostet oder beziehungsweise gefragt, was ihr so am Wochenende macht. Ich habe gesagt, dass ich nichts Besonderes vorhabe, außer dass ich unbedingt meinen Pferdekeller mal wieder aufräumen muss, weil der in einem Chaos versinkt. Und dann habt ihr tatsächlich gefragt, ob ich euch nicht einfach mal mitnehmen kann, also meinen Pferdekeller zeigen. Und ich habe lange überlegt, weil das wirklich in einem Chaos versinkt, aber ich muss ja eh aufräumen, also zeige ich euch einfach mal vorher, nachher. Und ja, dafür müssen wir jetzt erstmal ein Stockwerk tiefer gehen. Und da sind wir auch schon. Ihr werdet jetzt gleich das Chaos pur sehen, weil ich bin generell leider ein sehr chaotischer Mensch. Das heißt, ich habe die Angewohnheiten, einfach irgendwo einmal Sachen hinzuschmeißen, anstatt sie ordentlich wegzuräumen, und dann stapelt sich das. So wie meine Pferdewäsche oder sowas. Das stapelt sich dann über Wochen oder Monate. Ja. Aber wir nutzen natürlich den Keller nicht nur für Pferdesachen auch, sondern für andere Sachen. Aber ein kleiner Teil davon zumindest. Dann gehen wir mal rein. Ich muss euch mal umdrehen. Da seht ihr mein Chaos. Hier vorne lagert noch Pferdefutter, meine Kräuter und ja, Müll. Das da hinten, da liegt ganz viel Sachen. Das muss ich gleich, wie gesagt, sortieren. Da habe ich noch Pferdefutter. Bracken, die ich nicht weggehangen habe. Da hinten ein kleiner Teil gehört auch noch dazu, was weggeräumt werden muss. Das da hinten ist alles anderes. Hauptsächlich beschränkt sich das halt, wie gesagt, auf dieses Chaos. Ja, genau. Und das muss jetzt also mal aufgeräumt, sortiert und gewaschen werden. Das ist übrigens mein Kräuterschrank, den ich jetzt angelegt habe, weil ich verfütter ja momentan verschiedene Kräuter auch und so. Und da sammle ich alles so meine Kräuter drin fürs Futter. Na, einfach mal so einen Einblick. Genau, und ja, habe hier noch das Müsli und da hinten irgendwo das Mesh dahinter. Da habe ich schon wieder was draufgeschmissen gestern, deshalb sieht man das nicht. Zusatzfutter, wie gesagt, das zeige ich euch später mal alles, wenn das vielleicht mal so ein bisschen sortiert ist. Und dann zeige ich euch generell, wo ich was habe. Schön ist auch besonders. Mein kleiner Korb hier. Das sind alles gewaschene Bandagen, die aufgewickelt werden müssen. Das hasse ich nämlich auch wie die Pest. Bandagen aufwickeln. Ja, genau. Also, fangen wir mal an, ne? So, ich habe jetzt schon mal den Wäschestapel da zumindest mal irgendwie zur Seite geräumt, damit ich mal gleich da in der Ecke räumen kann. Da sieht man, wie noch uralte Stiefel und alles stehen. Das muss ich jetzt echt mal alles aussortieren und wegschmeißen, ey. Das Zeug möchte man ja selber nicht mehr anhaben. Ja, die anderen Schubrecken stapeln sich auch weiter und die Decken. Jo! Ich komme ein bisschen voran. Ich habe nämlich auch jetzt tatkräftige Unterstützung. Guck nicht so begeistert. also wir haben jetzt schon mal die Schränke, habe ich jetzt schon mal ausräumen können. Und das sind jetzt alles Waschen und Schabracken, die ich noch weghängen muss. Das wollte ich euch nur mal zeigen, bevor wir da jetzt wieder den anderen Kram drauf räumen. Diese wunderbare Kiste hier. In dieser Kiste, jetzt muss ich euch einmal drehen, damit ich das wieder halten kann. In dieser Kiste sammle ich mich meine Abschlussdecken und Decken. Das heißt, ich habe hier jetzt die Übergangsdecken drin und die Abschlussdecken, was so gesammelt ist. Und also da sind jetzt auch, was habe ich vorhin gesagt, sechs Abschlussdecken drin. Da liegen noch zwei zum Waschen und im Stall habe ich noch so ein paar. Und ja. Ich habe nicht mal eine Übergangsjacke. Erzähl ja nichts. Ja, also das wollte ich nur mal so Zwischenstand. Also, aber es ist schon deutlich besser. Die Schränke, wie gesagt, links und rechts hier, das habe ich komplett ausgeräumt, habe jetzt hier oben. Also, das hatte ich auch aus dem Spind noch übrig. Da habe ich so jetzt so Medikamentenkram oder hier so ganz einfach nur so Nachfüllzeug, Waschmittel und so ein Kram. Ja, das sind schon mal aufgewickelte Bandagen. Da fehlt nur noch halt 30 Stück so ungefähr. Ja, und die bereits gewaschenen Schabracken, die ich jetzt gleich hier noch in den Schrank reinhängen muss. Es ist vollbracht. Teilweise. Also, Schubrocken hängen, soweit wie es geht. Ich habe halt noch viele im Stall, die ich muss ich mitbringen zum Waschen. Ansonsten haben wir jetzt auch da den Wäschehaufen fertig nach Tüten sortiert. Das heißt, für meinen Mann halt auch, dass, wenn er nämlich nach Hause kommt, sich eigentlich nur noch eine Tüte schnappen muss und sie in unsere Pferdewaschmaschine schmeißen muss. Damit dieser Stapel, ich auch noch verschwindet. Das ist alles Wäsche. Ja, super, ne? Ja, dann muss ich mich einmal umdrehen. Kleinen Moment. Und insgesamt sieht es trotzdem noch schon mal deutlich ordentlicher aus. Ja. Und
Hier vorne ist ja dein Müsli, was er abends quasi bekommt, unser Mesh und Zusätze. Wie gesagt, da ist der Kräuterturm. Da ist sein Futter, was er sonst tagsüber bekommt. Die Hälfte hängen halbwegs alle. Meine alten Stiefeln und mein Zylinder. Ja, hier oben die Dosen, Bandagen, die schon fertig sind, weil jetzt geht nämlich der Spaß gleich weiter. Jetzt kommt nämlich meine Lieblingsbeschäftigung. Weil jetzt kommt nämlich zum Schluss noch eigentlich das Schlimmste. Bandagen aufwickeln. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Das wird jetzt mein Abendfüllprogramm hier. Und genau, dabei müsst ihr mir natürlich nicht zugucken. Und ich beende jetzt einfach mal das Video. War ja ein sehr spontanes Video, eigentlich gar nicht so geplant. Aber da habt ihr mal einen Einblick in meinen Pferdekeller quasi bekommen. Wobei ja, wie gesagt, noch einiges im Stall ist, was ich unbedingt jetzt erstmal mit nach Hause bringen muss. Ich habe noch viele Abschutzdecken im Stall, die einfach da überwintert haben, quasi, die ich über den Winter genutzt habe. Und auch noch einige Schabracken zum Waschen und alles. Ja, es wird nicht weniger und ich habe eindeutig viel zu viel Zeug, aber ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dabei auch auszumisten und Sachen zu verkaufen. Und ja, ich glaube, die IKEA-Tüte ist das Einzige, was dabei rumgekommen ist. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinem Chaos. Und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.